Leute, ich bin so happy über diesen Fund heute. Schaut mal, was ich hier Geiles gefunden habe. Es ist Sparassus crispa, die krause Glucke. Ein mega geiler Speisepilz, der forever auf meiner Top 10 steht, den ich auch mit Kindheitserinnerungen verbinde und der einfach so geil schmeckt. Der ist so nussig, richtig intensiv, der bleibt knackig in der Pfanne. Und man findet vor allen Dingen richtig massive Fruchtkörper, mit denen man dann auch wirklich einige Leute satt kriegt. Ist ein Pilz, den jeder mal gefunden haben sollte, ist auch gar nicht so schwierig. Und ich zeige euch gerne, wie das geht. Der wächst immer am Fuße von Kiefern und bildet hier dann auf dem Stamm die Fruchtkörper aus. Ich reiß den jetzt hier richtig raus, mache das Loch natürlich wieder zu. Hat man hier unten wahnsinnig viel Dreck dran und eine Schnecke. Das kann man dann schon mal abmachen. Im Moment ist es mega trocken überall. Es hat, glaube ich, seit 6 Wochen nicht geregnet, wenn dann mal 1 Liter oder so. Also es reicht hinten und vorne nicht für die Ausbildung von Fruchtkörpern. Deswegen ist tatsächlich die krause Glucke eine Safe Bet, wenn man auch bei heißen Temperaturen Pilze finden will. Warum ist das so? Krause Glucken leben parasitär und befallen nur Kiefern. Also sie kommen immer am Stumpf der Kiefer vor, bilden ihre Fruchtkörper dann immer so auf den Wurzeln aus. Das heißt, wenn es trocken ist, seid ihr damit auf der sicheren Seite, weil die krause Glucke das Wasser aus dem Baum bezieht. Ja, die sorgt dann dafür, dass es dem Baum irgendwann nicht mehr so gut geht. Sorry, Baum. Aber so ist es nun mal in der Natur. Da bezieht die ihre Feuchtigkeit. Deswegen ist es ein Pilz, den man auch bei Trockenheit sehr gut sammeln kann. Kleiner Tipp am Rande, so wie es im Moment ist. Ab in den Kiefernwald, Ausschau halt nach krausen Glucken und dann werdet ihr auch was finden. Wenn mir einer hier die krausen Glucken klaut, da war nämlich eben eine abgeschnittene, dann gibt es hier Ärger mit meiner Spezialwaffe. Habe ich auch eben gefunden. Richtig schönes Geweih. Von einem Hirsch nehme ich an. Oder ist das Dammwild? Man weiß es nicht. Ist ja auch wurscht, ich bin ja kein Jäger, noch nicht. Aber liegt hier auch im Wald rum. Wichtige Info, darf man nicht mitnehmen, gilt als Wilderei. Ne? Dann gibt es hier Backenschelle. Genau, wer sowas mitnimmt, landet quasi sofort im Gefängnis. Richtig cool in Deutschland. Also, wenn ihr schöne Erinnerungen sammelt, nicht im Wald. Sorry, bleibt hier. Leute, wir haben die nächste. Eine ganz kleine, eine Babyglucke. Also, ich springe einen echt immer schon von Weitem ins Auge. Wie gesagt, hier immer am Fuße der Kiefer. Wirklich immer am Stammansatz oder maximal so 1-2 Meter entfernt von der Kiefer findet ihr die Dinger. Die sieht auch noch richtig frisch und knackig aus. Keine braunen Ränder, so wollen wir es. Und hier haben wir den nächsten Blumenkohl. Sind mal ein bisschen schwer zu reinigen. Aber wie gesagt, das kann man dann zu Hause ganz schön mit der Dusche machen, mit der Brause. Ist auch nicht so schlimm, wenn die ein bisschen nass wird. Am besten hinterher in der Salatschleuder wieder trocknen. Genau, Sand erstmal abpusten. Hier war die nächste Hirschlausfliege auf mir. Es ist einfach lebensgefährlich im Wald. Ja, man muss das immer hier so ein bisschen aufbrechen und den Dreck da rauspullen. Der ist meistens nur unten. Oben sieht der Schwamm dann echt gut aus. Und so läppert sich das. Also hoffen wir mal, dass wir noch ein paar finden, dass der Korb voll wird. Aber damit haben wir auf jeden Fall schon eine echt schöne Mahlzeit für ein paar Leute. Kommt nachher in die Pfanne. Lecker. So sieht das aus von oben bei Google Maps, wenn wir einen Kiefernforst haben. Alles schön in Reihe und Glied gepflanzt, meistens wirklich so gerade Linien. Und da kann man dann einfach mit Maps quasi schon mal suchen, wo man sammeln gehen will. In diesem Fall ist es ja recht klar mit Kiefern. Da suche ich dann tatsächlich gezielt auf Google Maps, okay, wo könnten Kiefernforste sein? Das ist jetzt keine große Kunst im Berliner Umland, weil da ist einfach überall alles nur Kiefer. Aber wenn ihr jetzt irgendwo, keine Ahnung, in südlicheren Gefilden wohnt, wo auch mehr Mischwald ist, sieht dann eher aus wie Brokkoli von oben und nicht wie diese Reihen. Das ist dann Kiefernwald, das ist hier Mischwald. Ich würde fast eher wieder da lang Richtung Straße und dann da den jungen Forst irgendwie abklappern. Weil ich vermute, dass da nicht so viele Leute durchgelatscht sind. Hier hatte ich ja eben schon eine abgeschnittene Glucke. Das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt. Deswegen müssen wir jetzt einfach gucken, wo ist es ein bisschen unwegsamer, wo hat kein Mensch Bock durchzulatschen. Also Leute, ich habe die nächste krause Glucke gefunden. Mega geil. Die ist jetzt hier ordentlich im Gras und im Moos versteckt.
Habe ich aber trotzdem von Weitem gesehen. Ich dachte erst, es wäre ein bisschen Kiefernrinde, die da abgeplatzt ist. Aber nein, es ist mal wieder eine richtig schöne Glucke. Die ist auch echt noch richtig fresh. Oh, ey, dieser Geruch. Das ist so schade, dass man das nicht wiedergeben kann. Ja, hier steht jetzt auf jeden Fall ein bisschen Reinigungsarbeit bevor. Die drückt sich dann natürlich durchs Gras und durchs Moos hoch. Das nervt immer so ein bisschen. Aber das machen wir hier kurz raus alles. Kann man auch mal ein Stück einfach rausbrechen. So, und dann ein bisschen besser reinigen. Rest mache ich, wie gesagt, zu Hause mit der Brause. Zu Hause mit der Brause, mit Frau Krause. Genau, also manchmal lohnt es sich dann tatsächlich auch hier ein bisschen so unter Moos zu gucken, weil die Fruchtkörper dann doch auch sehr verzweigt sind. Und ich habe hier eben hier nur einen großen gesehen, den hier. Und ein Stück weiter wuchs dann hier noch ein kleiner. Also immer schön, wenn ihr einen Pilz findet, die genaue Umgebung abchecken, ob da nicht noch einer steht. Genau, also ich säuber Pilze immer im Wald, weil sich sonst die Pilze gegenseitig im Korb verdrecken. Klar, bei einer Glucke ist es so eine Sache, dass man da jetzt nicht jeden Grashalm rausbekommt, ist völlig klar. Aber was ganz gut ist, wenn man hier unten, da wo sie tatsächlich Erde dran hat, wenn man das auf jeden Fall sauber macht und auch mal ruhig pustet, so, da kriegt man oft das Gröbste schon mal raus, so dass sich das dann halt nicht gegenseitig im Korb verträgt. Und auch hier so Stellen, die vielleicht nicht mehr so schick aussehen, kann man auch schon mal abschneiden. Dann nimmt man wirklich nur gutes Zeug mit nach Hause und hat dann auch die Arbeit zu Hause nicht mehr. Das ist nämlich dann doch was, was gerne ein bisschen länger dauert. Ich habe noch gesagt, lass mich einmal noch da hinten lang gehen. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass da noch eine geht. Und dann wurde ich belohnt. Also oft ist es auch so eine Intuitionssache beim Pilzesammeln. Wo gehe ich lang? Ne, wo vermute ich Pilze? Meistens ist es der Nase nach. Ah, mein Stock. Hier, der? Hm. Stopp. Danke. Wichtig. Stock ist echt wichtig. Spinnennetze. So, ich gehe jetzt nochmal da vorne gucken, wo ich die schon gefunden habe, die drei. Oft ist es nämlich so, dass die tatsächlich relativ dicht beieinander wachsen. Da war ja auch noch eine abgeschnittene. Hat damit zu tun, dass die Sporen sich ja einfach verbreiten von den Pilzen. Und wenn du da einmal so eine Schneise hast, wo der Wind jetzt meinetwegen ganz gut durchpustet, wie da vorne, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass da auch mehr Fruchtkörper sich ausbilden, weil die Sporen von Baum zu Baum getragen werden und dann andere Bäume befallen können. Das hast du auch oft bei anderen Pilzen. Oft findest du Pilze an Wegrändern oder so Schneisen im Wald, an Kanälen oder so oder an Straßenkanten. Das hat dann oft den Grund, dass das Myzel da nicht weiter wandern kann und da Fruchtkörper ausbildet. Aber es hat vor allen Dingen auch den Windfaktor, dass da halt extrem gut sich die Sporen ausbreiten können. Wieder was gelernt. Danke, Leute. Danke, Pilzgott. Die nächste Krause Glucke, was soll ich sagen? Wer mit Adleraugen unterwegs ist, der findet einfach. Ich meine, das springt einen halt echt von Weitem an. Es nervt auf der einen Seite durch Kiefernwälder zu stapfen, weil oft sehr viel Grasbewuchs ist am Boden und man hat ständig die Socken voll mit irgendwelchen Kiefernnadeln und irgendwelchen Sachen von den Gräsern, die pieken. Und man muss vor allen Dingen die Kiefer ja immer umrunden. Das heißt, du musst eigentlich dir deinen Weg durch den Wald bauen, wie so ein Tetris-Spiel oder so, aber dann jede Kiefer umrunden und dich ständig umgucken. Du wirst komplett irre dabei, aber es ist geil. Und wenn man dann was sieht, dann sieht man es auch echt schon vom Weiten. Die Glocken, die springen einem nämlich einfach so ins Auge. Oh, hier war auch schon mal was. Guck mal, hier ist noch was Altes. Da hat jemand schon mal geerntet, weggeschnitten und dann ist noch was nachgekommen. Die wachsen nämlich übrigens auch nach. Das ist übrigens auch sehr schön. Also so langsam macht es richtig Spaß. Richtig geil. Übrigens ist der Strunk unten, das ist meistens ein so ein dickes Ding, das ist dann auch nicht mehr so richtig geil vom Fleisch. Das wird dann so ein bisschen zu fest und holzig. Also was uns interessiert, ist vor allen Dingen dieses Blumenkohlartige. Das ist halt das, was wirklich cool ist. So, viel sauberer als so kriegt man die dann auch nicht. Also es ist schon okay, wenn man da mit der Bürste rübergeht, dann bricht es gerne weg. Deswegen ist da Pusten die bessere Methode. Oder wie gesagt, hinterher dann mit der Duschbrause mal rübergehen und in der Salatschleuder dann wieder trocknen. Das geht eigentlich ganz gut. Geil, ey. So cool.
Krause Glucken sind ja wie die meisten Pilze sehr standorttreu. Das heißt, wenn ihr einmal einen Spot gefunden habt, könnt ihr da im nächsten Jahr wieder hinfahren und einfach mal checken, ob es zur gleichen Zeit die gleichen Fruchtkörper gibt. Es ist ein unverwechselbarer Geruch. Riech mal. So, und ich sag gerade, das Problem ist ja immer, dass man total gierig wird, dass es nicht reicht. Es reicht nicht, so viel gefunden zu haben, komplett bescheuert. Ich muss noch eine finden. Ich habe gerade gesagt, so eine Abschlussglucke wäre noch schön. Und wie es so ist mit dummen Menschen, sie haben sehr viel Glück im Leben. Hier ist noch eine. Ach, schön. Die ist jetzt schon ein bisschen dunkler, aber schimmelt nicht oder sonst was. Alles gut. Bisschen angetrocknet, angedörrt. Übrigens, apropos Dörren, Krause Glucken sind richtig toll zum Dörren. Bäh, schon viel Matsche da unten drin. Die kann man super dörren im Dörrer. Vorher natürlich putzen, ja, abduschen, trocken schleudern, dann ab in Dörrer. Und dann, wenn ihr die konsumieren wollt, wieder in Wasser einlegen. Das entwickelt ein Aroma, das ist unfassbar. Es wird so ganz, ganz nussig, viel intensiver noch vom Geschmack als frisch, weil einfach alles konzentriert wird, dann wieder Wasser dazu kommt und dann ist es eine Geschmacksexplosion. Das ist ultra. Die wird jetzt hier auf jeden Fall eine Challenge zum Reinigen. Bin mal so frei und mach einfach ordentlich was ab. Boah, und guck mal, was hier an Getier rauskommt. Die ist hier tatsächlich auch schon bewohnt. Also hier sind ganz viele Madenlöcher. Guck mal, hier sind überall Maden. Also zumindest der Strunk hier unten ist komplett bewohnt. Ja, und so schnell kann das gehen. Da ist man dann doch nicht mehr so happy. Weil die Hälfte davon weggeschnitten werden muss. Aber das ist tatsächlich noch gut. Aber, ja, nehmen wir nur die schönsten Rosetten. Oh, hat jemand schöne Rosette gesagt? Rest kann hier bleiben und ausspuren. Das wird nichts mehr mit der, aber vielleicht finden wir noch eine. Vollkommen gierig. Naja, mal schauen. Die Krause Glucke ist übrigens ein Pilz, den ihr kaum verwechseln könnt. Höchstens mit der breitblättrigen Glucke. Blaukraut. Und das wäre auch überhaupt nicht schlimm, weil die auch essbar ist. Ihr müsst einfach darauf achten, dass die an Kiefern wächst, immer am Stamm der Kiefer unten und so aussieht. Also das kann man wirklich nicht verwechseln, vielleicht mit einer Koralle oder so. Das sieht auf jeden Fall auch anders aus. Immer so von weißlich-gelb bis dunkelgelb, ein bisschen orangelich. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So Leute, ich hoffe, ich habe euch nochmal eine kleine Anregung und Motivation geben können zum in den Wald gehen. Das Ding ist nämlich, auch wenn es so trocken ist, man findet immer Pilze, wenn man weiß, welche. Und wie gesagt, die Krause Glucke, die ist nicht so feuchtigkeitsabhängig, also witterungsabhängig, die zieht das Wasser über die Bäume. Die findet ihr auch jetzt. Lohnt sich also, die schönen Sonnentage auch nochmal im Wald zu genießen. Apropos Wald, seid lieb zum Wald, er ist es auch. Und dann geht das auch immer so weiter.